Dunkelheit, starker Schneefall, rutschige Straßen und lange Arbeitstage. Routine für die Fahrer von Winterdienstgeräten. Matthias Lehner ist einer von ihnen. Tag und Nacht ist er mit schwerem Gerät unterwegs, um die Straßen von Schnee und Eis zu befreien. Ein ganzes Wochenende begleiten wir ihn und seine Kollegen mit der Kamera und schauen ihnen bei der Arbeit über die Schulter. Matthias arbeitet für die Firma Lehner Hackgut, die ihren Sitz in der Nähe von Schwarz im Tiroler Unterland hat. Die Schneeräumung ist eigentlich nur eine Nebentätigkeit, wie uns Geschäftsführer Martin Lehner verraten hat. Die Hauptdienstleistung ist sicher die Hackgut-Erzeugung und der Hackgut-Handel. Wir machen noch viele weitere Sachen wie Rodungsarbeiten, Wegsanierungen, Schredderarbeiten, eine Kompostieranlage haben wir noch und eben auch Winterdienst machen wir zusätzlich im Winter. Seit 1992 ist die Firma Lehner im Winterdienst tätig. Eine Dienstleistung, die sich aus einer natürlichen Notwendigkeit ergeben hat. Ja, weil wir natürlich, wenn jetzt viel Schnee fällt, nachher können wir nicht überall hinfahren mit den Hackmaschinen und dann können wir die Leute anderweitig einsetzen im Winterdienst. Und deshalb passt das ganz gut dazu, das auch. Momentan sind die Räumfahrzeuge rund um die Uhr im Einsatz. Der anhaltend starke Schneefall lässt keine Verschnaufpause zu, denn das Einsatzgebiet ist groß. Wir machen einen Winterdienst für 3 Gemeinden. Machen wir einen Großteil für die Straßen, machen da mehr. Und das gesamte Wegenetz, das sind ca. 90 Kilometer, was wir da betreuen. Und weiter sind noch einige Gewerbebetriebe, Parkplätze. Das sind natürlich auch noch dabei. Hier in dieser schneereichen Bergregion haben sich durchzugsstarke Sechszylinder-Traktoren mit Schneeketten an allen Rädern bewährt. Mit genau so einem Fahrzeug ist Matthias heute unterwegs. Wir fahren da mit einem 714er Fendt. Flog ist ein Hydrac, ein 320er. 3,20 Meter Arbeitsbreite. Und ein Kugelmann-Salzstreuer am Heck montiert. Die Salzmenge kann Matthias von der Kabine aus exakt einstellen. Der Schneepflug stützt sich über einen Schubrahmen am Traktor ab. Eine besonders stabile Bauart, auf die man bei Lehner schon seit vielen Jahren vertraut. Wir haben eigentlich seit 1992 schon beim 395er GT so ein System gehabt. Und das haut narrisch gut hin, weil das Gerät zieht es richtig im Bau rein und mit der Platten hebt es dann eher aus dem Traktor mit Schirm. Deswegen haben wir uns eigentlich für das so entschlossen. Bei Matthias merkt man, dass er diese Arbeit schon lange macht. Routiniert und mit viel Geschick räumt er die Straßen bis an den äußersten Rand. Bei so großen Schneemengen muss aber auch er sehr aufmerksam sein, um kein Hindernis zu übersehen. Ja, man muss aufpassen wegen die ganzen Zäune bei den Anrainer und Hydranten natürlich. Ja, und natürlich auch auf die Leute selber, die was da beim Schneeschöpfen sind, dass man da nicht fährt wie irre. Bei uns fährt eigentlich immer der gleiche, dasselbe Gebiet. Da gibt es da eigentlich wenig Probleme mit den Anrainern und ich meine, jeden macht man es nicht gerecht bei der Arbeit. Aber im Großen und Ganzen passt das ganz gut. Trotz dieser verschärften Bedingungen, Matthias ist gerne mit dem Schneepflug unterwegs. Ich fahre das ganze Jahr mit dem Hacker, es ist ein bisschen Abwechslung einmal, etwas anderes dran. Und ja, Fendtfahren darf man halt einfach gern. So viel Schnee braucht Platz. Die ohnehin schon schmalen Straßen werden immer enger. Irgendwann kommt auch der stärkste Schneepflug an seine Grenzen. Dann hilft nur noch schweres Gerät. Eine riesige Fräse, die nur dann zum Einsatz kommt, wenn es die Schneelage unbedingt erfordert. Am Steuer des Fendt 936 Vario sitzt der Chef persönlich. Diese Arbeit lässt er sich nicht nehmen. Mit seinem stufenlosen Getriebe und der Rückfahreinrichtung ist der große Fendt das perfekte Trägerfahrzeug für die Fräse. Normalerweise läuft der Traktor am Forstmulcher und an der Wegbaufräse. Übermotorisiert ist er für diesen Einsatz nicht. Mit seinen 360 PS kommt er nicht einmal auf Schritttempo. Kein Wunder, handelt es sich bei der Frässchleuder doch um das Topmodell von Kalbacher. Die KFS 1150 mit der größtmöglichen Räumbreite von 3 Metern. In dieser Ausführung mit 2 Frässpiralen gibt es aber bisher nur 2 Maschinen. Eine echte Rarität also. Die obere Spirale wird hydraulisch angetrieben und sorgt für eine sichere Zuführung.
Auch bei extremen Verhältnissen schiebt sich kein Schnee über die Maschine. So ist die Straße nach nur einer Überfahrt sauber. Die Fräse hat ein schwenkbares Schleuderradgehäuse. Dort, wo genug Platz ist, kann Martin den Schnee seitlich weit auswerfen. Im Ortsgebiet ist aber auch die gezielte Ablage über den Kamin möglich. Der diesjährige Winter wird als besonders schneereich in die Geschichte eingehen. Das spüren auch wir bei unserem Besuch. Es schneit ohne Unterbrechung und das soll noch tagelang so weitergehen. Um Platz zu schaffen, wird der Schnee aus den Straßen der Siedlungsgebiete auf Haufen zusammengeschoben. Hier im Einsatz ist Martin Kellerer, intern auch bekannt als Kalle. Ein Mitarbeiter der ersten Stunde, der auch nach vielen Jahren noch immer gerne bei Lena arbeitet. Wir haben narrisch viele Maschinen, bärige Maschinen. Und wir sind eben, wie gesagt, von klein auch schon da dabei mit der ganzen Geschichte, sei es Traktor oder Lastwagen oder Faustmulcher, egal was. Und ja, nein, es macht ihnen schon Freude, die Arbeit. Lena setzt ausschließlich Traktoren von Fendt ein. Mit welchem Gespann ist Kalle heute unterwegs? Ja, ich fahre jetzt da mit einem 313er Vario, 130 PS, ein Kugelmann-Salzstreuer und hinten dran und vorne ein Grundberger, ein Schneepflug. Nicht mehr ganz den jüngsten, aber er macht auch nur seinen Dienst. Nein, er hat ganz gut hier, nicht gespannt so. Und ja, der Vario ist sowieso fein. Mit denen sind wir ja auch gewachsen, mit den Maschinen. Und ja, geht gut. Die Arbeit im Wohngebiet verlangt von den Fahrern viel Rücksicht und Geduld. In die Wohngebiete und so, da geht es ja ganz nicht so, bis er jeder seine Einfahrt frei hat. Und da kann schon sein, dass wir 4-5 Mal auch vorbeifahren beim Gleichen. Aber nein, ist sperrig. Mit den Leuten miteinander ist das ganz nett da. Für solche Arbeiten passt dieses wendige Fahrzeug perfekt. Wenn's noch enger wird, kommt der Schmalspurtraktor mit Schneefräse zum Einsatz. Ein Fendt 250V, der erst kürzlich gebraucht gekauft und instand gesetzt wurde. Hier räumt Fahrer Christian Hechenbleikner die Gehwege. Er muss besonders vorsichtig sein, damit er keinen Zaun erwischt und mit dem ausgeworfenen Schnee keine Häuser oder Autos beschädigt. Zweimal täglich fährt er seine Tour, um die Wege schneefrei zu halten. Martin ist schon wieder mit der XXL-Fräse im Einsatz. Ein zugeschneiter Forstweg soll geöffnet werden, damit die Jäger zur Wildfütterung fahren können. Heute gibt er seiner Frau Christine eine Fahrstunde. Max-Knopf drücken, Hebel nach vorne und Tempomat. Da regelst du die Hecht. Okay, passt das so. Die Hand legst du da drauf. Nach einer kurzen Einweisung steuert sie den großen Fendt ganz alleine. Ein bisschen links halten, stimmt. Das magst du niederlassen. Auch hier leistet das 3 Meter breite Gerät gute Dienste. Eine Durchfahrt und der Weg ist frei. Positiver Nebeneffekt: Durch den Seitenauswurf werden auch gleich die umliegenden Bäume von ihrer Schneelast befreit. Moderne, leistungsstarke Maschinen sind das eine. Viel wichtiger sind aber zuverlässige, motivierte Mitarbeiter. Zusammenhalt wird bei Lena großgeschrieben. Das schätzt der Chef genauso wie sein Team. Man muss natürlich immer schauen, dass man die Leute so bei Laune erhalten hat, dass sie auch natürlich die Herausforderungen gewachsen sind und gewachsen sein wollen. Und das passt ganz gut. Wir haben super Leute, wir haben ein super Team benannt und sind auch stolz drauf. Bärig ist eigentlich auch, dass das ganze Team ein bisschen mitspielt bei der Arbeit. Weil wenn das nicht wäre, dann ging es sowieso nicht, dass da jeder ein bisschen zusammenhilft. Das ist bei uns ganz wichtig, weißt du, wenn da nicht alle am selben Strang ziehen, dann funktioniert das auch nicht so gut. Aber ich glaube, wir sind eine bärige Truppe, bärige Männer und das funktioniert gut. Sowohl beim Winterdienst als auch bei allen anderen Tätigkeiten hat sich Lena über die Jahre einen guten Ruf erarbeitet, der weit über die Grenzen Tirols hinausgeht. Für uns war es sicher nicht der letzte Besuch. Wie hat euch diese Reportage gefallen? Was wollt ihr in Zukunft sehen? Schreibt eure Meinungen, Wünsche, Fragen und Anregungen unten in die Kommentare und abonniert unseren YouTube-Kanal, wenn ihr kein neues Video mehr verpassen wollt.